Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich sitze hier gerade in der Apostelkirche, der 17 Uhr Gottesdienst ist gerade zu Ende. Alle Menschen, die heute mit uns hier Gottesdienst gefeiert haben, haben so ein kleines Beutelchen bekommen. Und in diesem Beutelchen ist eine goldene Perle, mit der die Menschen beschenkt worden sind. Gold steht für den Sonnenglanz des Himmels, der unsere Welt erleuchtet, der unsere Herzen verwandelt und der neue Kraft gibt. Sonnenglanz des Himmels. Das feiern wir Weihnachten, dass Gott Jesus in diese Welt gerufen hat, dass Jesus geboren wurde und dass er ein Mensch war unter Menschen, der Menschen das Licht gebracht hat und immer noch bringt. Und Menschen fangen an zu verstehen, was ihre tiefste Bestimmung ist, nämlich, dass wir zum Licht und zur Liebe bestimmt sind und dass das unser Leben hell macht und leuchten lässt. Ganz einfach, aber auch ganz großartig. Das wird erzählt Weihnachten und das hören wir auch in der Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, die wir natürlich auch gelesen haben. Und am Ende dieser Geschichte heißt es, Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und ich glaube, am Ende, da hatte sie ein Wort, mit dem sie durch ihr Leben gegangen ist. Wie gut. Finde dein Wort, so haben wir diesen Gottesdienst genannt und am Ende, beim Ausgang, haben alle Menschen noch so eine Karte bekommen. Da steht drauf, finde dein Wort. Und auf der Rückseite sind ganz viele Worte. Anfangen, leben, fragen, lieben, gehen, singen, glauben, Himmel, Erde, Geduld, Ziel, Anfang. Licht werden, sehen, lauschen. Finde dein Wort. Was ist dein Wort für dieses Weihnachtsfest, für die Zeit zwischen den Jahren oder für das neue Jahr? Welches Wort bringt Glanz in dein Leben? Verbinde das Wort, das du für dich gefunden hast, mit dieser goldenen Perle. Und pack es vielleicht einfach, diese goldene Perle, pack sie einfach in dein Portemonnaie oder in deine Hosentasche und immer wenn du was bezahlst oder einen Schlüssel rausholst, dann nimmst du diese Perle in die Hand und sprichst das Wort aus, leise oder laut oder denkst es dir einfach, was du dir ausgesucht hast oder was dich gefunden hat. Ich glaube, wir werden anders durch unser Leben laufen, wenn wir diesen Sonnenglanz des Himmels immer wieder neu, ja, in den Blick nehmen, berühren sozusagen. Das macht das Leben reicher. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Weihnachtsfest und passen Sie auf sich auf, passen Sie aufeinander auf. Alles Gute, Gott befohlen, tschüss. Informationen zu den Perlen des Glaubens gibt es auf meinem YouTube-Kanal Angedacht unter der Rubrik Glauben und mehr. Das war Angedacht, was dein Leben reicher macht. Jeden Montag ein neuer Impuls.